Guten Abend, meine Damen und Herren. Das umstrittene Atomkraftwerk Burgdorf geht wieder in Betrieb. Bundesumweltminister Töpfer hat die schleswig-holsteinische Landesregierung in Kiel heute angewiesen, die Wiederinbetriebnahme zu genehmigen. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die Regierung in Bonn eine Weisung gegeben hat, ein Atomkraftwerk wieder anzufahren. Töpfer begründete dies mit seiner bundesaufsichtlichen Verantwortung. Von Anfang an hatte der Bundesumweltminister keinen Zweifel daran gelassen, dass er die Sicherheitsbedenken der Kieler Landesregierung gegen die Wiederinbetriebnahme des Kernkraftwerks Burgdorf nicht teilt. Nachdem am Mittwoch ein Gespräch zwischen Vertretern des Bonner Umweltministeriums und des Kieler Energieressorts keine Verständigung gebracht hatte, kam die heutige Entscheidung nicht mehr überraschend. Wir mussten diese Weisung erteilen, weil keine Sicherheitsbedenken dagegen bestehen, auch nach der Meinung des Gutachters der Behörde selbst, des TÜV Norddeutschland, aber auch durch ein zusätzliches Gutachten, was wir uns von der Gesellschaft für Reaktorsicherheit haben, dazu erstellen lassen. Und dieser Fall, der hier zur Diskussion steht, ist nicht einmalig. Er ist bereits an mehreren deutschen Kernkraftwerken festgestellt worden, dort gutachterlich untersucht worden und von der jeweiligen Aufsichtsbehörde auch so entschieden worden. Für die Kieler Landesregierung, die den Ausstieg aus der Kernenergie anstrebt, bleibt angesichts der Rechtslage keine andere Möglichkeit mehr, als das Wiederanfahren des Reaktors zu genehmigen. Zumal sie auch kein Gutachten vorlegen konnte, das den Betrieb Burgdorfs für sicherheitsbedenklich hält. Also es ist hier eine Weisung auf der Basis der Verfassung, Artikel 85 Absatz 3 passiert. Und ich denke, wenn man versuchen würde, hier irgendein kleines Weglein zu finden, würde man ein sehr großes Risiko laufen, einem kommenden Prozess zu unterliegen. Und damit kämen Regressforderungen möglicherweise aufs Land zu. Dieses Risiko kann ich fürs Land nicht übernehmen. Damit dürfte Burgdorf ab kommenden Montag wieder Strom liefern. Der Betreiber Preußen Elektra wollte das Kraftwerk bereits vor 2 Wochen in Betrieb nehmen. Wegen der Verzögerung hatte das Unternehmen Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe angekündigt. Der Streit zwischen Regierung und Opposition um die Frühpensionierung von Generalen und Admiralen der Bundeswehr konnte heute auf einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestages in Bonn nicht ausgeräumt werden. Die SPD und die Grünen, von denen die Sitzung in der parlamentarischen Sommerpause beantragt worden war, werfen Verteidigungsminister Scholz weiterhin vor, mit seinem Plan Grundsätze der inneren Führung der Bundeswehr zu verletzen. Werner Schaver berichtet. 19 Generäle sollen vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden. Für Verteidigungsminister Scholz ist das ein völlig normaler Vorgang. Das Nachrücken jüngerer Offiziere solle die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr sicherstellen. Zu der Frage, ob der eine oder andere der Generäle, die gehen, dann durch Offiziere ersetzt werden, die dem Minister genehmer sind als ihre Vorgänger, meinte Scholz. Dieser Vorwurf ist absurd. Und ich habe sehr deutlich darauf hingewiesen, dass in der Ausschusssitzung, dass ich Vorwürfe dieser Art wirklich nicht hinnehmen kann. Und es ist auch akzeptiert worden. Man hat das sehr deutlich verstanden, dass es hier wirklich ausschließlich um strukturell notwendige Maßnahmen geht. Zu den Meldungen, einige Generäle hätten von ihrer Frühpensionierung zuerst aus der Presse etwas erfahren, sagte Scholz, mit allen sei rechtzeitig gesprochen worden. Nur ein Offizier sei im Urlaub nicht zu erreichen gewesen. Dazu der Ausschussvorsitzende später vor der Presse. Es ist sehr eindringlich festgestellt worden, dass mit allen betroffenen Generälen rechtzeitig und ausführlich gesprochen worden ist, sodass es unwahr sei, dass die betroffenen Generäle dies erst aus der Zeitung erfahren haben. Der SPD-Wehrexperte Horn hingegen blieb bei seiner Meinung. Nach meinen Erkenntnissen haben es mindestens 7 aus der Presse erfahren. Er kritisierte, die Behandlung der Generäle bestimme das Klima in der Truppe und das Vertrauen der Soldaten in die Führung. Und er rechnete vor, die Frühpensionierung verursache Mehrkosten von 1 Million Mark im nächsten Jahr und mittelfristig von 5 Millionen. In der niedersächsischen Spielbankaffäre wurden weitere personelle Konsequenzen gezogen. Der Leiter der Spielbankaufsicht im Innenministerium in Hannover, Röhmheld, hat um eine Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand gebeten. Röhmheld hatte sich Anfang des Monats krank gemeldet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Verdachts der Vorteilsannahme und Bestechlichkeit. Außerdem wird ihm vorgeworfen, schon seit etwa 10 Jahren von der Spielleidenschaft des Hauptkonzessionärs des finanziell zusammengebrochenen Casinos Hannover-Bad Pyrmont Felsenstein gewusst zu haben. Felsenstein wurde heute wegen des Verdachts der Fluchtgefahr verhaftet. Gegen ihn wird wegen Bestechung, Konkursvergehen und Veruntreuung von 43,9 Millionen Mark ermittelt. In Bremen wird sich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mit dem Geiseldrama von Gladbeck befassen.
Die oppositionelle CDU des Stadtstaates brachte heute einen entsprechenden Antrag ein. Geklärt werden soll unter anderem, wie es geschehen konnte, dass die Handschellen der Gangsterkomplizin Löblich nicht rechtzeitig wieder aufgeschlossen werden konnten. Die Festnahme der Frau hatte zur Ermordung des jungen Italieners Emanuele Di Giorgi geführt. An der Trauerfeier für den 15-jährigen Emanuele nahmen gestern Abend in dem 7000 Einwohner zählenden Ort Sorbo in Apulien mehrere tausend Menschen teil. Neben den Eltern gaben auch offizielle Vertreter der Provinz sowie der italienischen Regierung dem Toten das letzte Geleit. In Sorbo waren alle Geschäfte geschlossen. Eine dichte Menschenmenge säumte die Straßen während des Beerdigungszuges. Für die Einwohner von Sorbo ist Emanuele ein Held, weil er seine kleine Schwester Tatjana vor den Schüssen der Geiselgangster bewahrt hat. In den meisten Zechen im südpolnischen Kohlerevier um Katowice wird wieder gearbeitet. Nach teilweise massiven Einsätzen der Miliz ist die Streikfront abgebröckelt. In drei Bergwerken und einer Stahlhütte ruht allerdings weiter die Arbeit. Auch in Stettin und Danzig setzten die Arbeiter ihren Ausstand fort. Erstmals äußerten sich heute die polnischen Bischöfe zu den Arbeitskämpfen und stellten sich weitgehend auf die Seite der Streikenden. Ein Bericht von Rüdiger Hoffmann. Fast 100.000 Katholiken in Częstochowa warteten gespannt auf die Predigt von Primas Kardinal Glemm. Hintergrund der Hirtenbrief der polnischen Bischöfe, die bis gestern Nacht im Wallfahrtsort getagt hatten. Die Streiks in Polen seien ein Ausdruck der Krankheit, die seit Jahren angewachsen sei. Eine Folge der Verletzung der Menschenrechte in Polen. Man müsse brechen mit Einschüchterung und Gewalt. Man müsse akzeptieren, dass nur der Dialog die Grundlage für die Lösung aller gesellschaftlichen Konflikte sei. Wege müssten gesucht werden, die zum gewerkschaftlichen Pluralismus und zur Gründung von Verbänden führen. Kompetente Leute müssten zur Leitung der staatlichen Angelegenheiten in Polen zugelassen werden. Eine solch vernichtende Kritik an der Staats- und Parteiführung hat es seit der Zeit des schon zur Legende gewordenen Kardinal Wyszyński aus dem Munde der polnischen Bischöfe nicht gegeben. Ermahnung aber auch an die Streikenden, nichts zu fordern, was zur Stunde nicht erfüllbar sei. Dass damit die Forderung nach sofortiger Wiederzulassung der Gewerkschaft Solidarität gemeint war, wird auch Lech Wałęsa wissen. Er hatte gestern Besuch von Professor Stelmachowski, einem Vertrauensmann der Kirche, den die Staatsführung beauftragt hat, mit Lech Wałęsa zu sprechen. Währenddessen gehen die Streiks auf der Leninwerft weiter. Streikende auf dem Weg zu einem sowjetischen Schiff. Bis Monatsende muss es fertig sein, sonst drohen hohe Konventionalstrafen. Nach langen Verhandlungen haben die Streikenden sich bereit erklärt, an dem Schiff weiterzuarbeiten. Aber nur mit rot-weißer Streikarmbinde und Streikparolen am Schiff für den sozialistischen Bruder. Der darf jetzt rätseln, wie die Parole Solidarność unterstützt Glasnost wohl gemeint sein mag. Die Sowjetunion will mehr Privatinitiative in der Landwirtschaft fördern. Private Bauern können nun auf 50 Jahre Ackerland pachten und auf eigene Rechnung bewirtschaften. Der amtlichen Nachrichtenagentur TASS zufolge billigten die sowjetischen Behörden heute offiziell einen entsprechenden Reformvorschlag von Parteichef Gorbatschow. Erste Pachtverträge waren schon im vergangenen Jahr geschlossen worden. Die Betriebe in privater Regie produzieren laut TASS seither etwa ein Drittel mehr. In der sowjetischen Parteizeitung Pravda wurde gleichzeitig die Zwangskollektivierung unter Stalin scharf angegriffen. Bei der Beseitigung des privaten Bauernstandes waren zwischen 1928 und 1930 mehrere Millionen Menschen ums Leben gekommen. In Genf wurde die auf Vermittlung von UN-Generalsekretär Pérez de Cuellar zustande gekommenen Friedensgespräche zwischen Iran und Irak fortgesetzt. Heute ging es um einen Terminplan und den Entwurf einer Tagesordnung, meldete Radio Teheran. Aus Genf berichtet Jochen Waldmann. Die Verhandlungsdelegationen kommen getrennt und sprechen auch nicht direkt miteinander, obwohl sie im gleichen Raum sitzen. Die Gespräche laufen über den UNO-Vermittler. Die erste Kontroverse ist um die Klärung der Kriegsschuld entstanden. Der Iran beharrt auf seiner Forderung, dem Irak die Schuld am Ausbruch des Golfkrieges zu geben. Gleichwohl sagte UNO-Generalsekretär Pérez de Cuellar heute, die Gespräche seien sachlich und ernsthaft, was angesichts des tiefen Konflikts als Fortschritt zu werten sei. Auf die Frage der ARD, wie er den Einsatz von Bundeswehrsoldaten bei den UN-Friedenstruppen beurteile, sagte Pérez de Cuellar, die Vereinten Nationen wählen nicht aus.
Ich als Generalsekretär akzeptiere diesen Beitrag. Aber dann muss ich die jeweils beteiligten Parteien konsultieren, ob sie mit den Soldaten aus dem speziell anbietenden Land auch einverstanden sind. Und dann muss der Sicherheitsrat zustimmen. Der UN-Sicherheitsrat muss die gesamte Zusammensetzung der UN-Truppe billigen. Sie würden also eine Entsendung nicht als problematisch betrachten? Was mich persönlich betrifft, so bin ich sehr dankbar für die Unterstützung, die wir durch die Bundesrepublik Deutschland haben, und ich würde diesen Beitrag für die Vereinten Nationen begrüßen. Aber die genannten Bedingungen müssen dabei berücksichtigt werden. Unter dem Verdacht der Spionage für die DDR ist heute ein Postbediensteter festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wirft ihm vor, seit 1985 Behördengespräche aufgezeichnet und an den Ostberliner Geheimdienst weitergeleitet zu haben. Der Mann war Mitarbeiter eines niedersächsischen Fernmeldeamtes. Nach Informationen der Kölner Zeitung Express arbeitete er in Emden. Für die privaten Haushalte in der Bundesrepublik hat sich im August die Lebenshaltung gegenüber dem Vorjahr leicht verteuert. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes betrug der Preisanstieg 1,1%. Im Juli hatte die Teuerungsrate bei 1% gelegen. Auch für die niedersächsischen Beamten soll die Arbeitszeitverkürzung in Form einer verlängerten Mittagspause verwirklicht werden. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen von CDU und FDP geeinigt. Niedersachsen würde damit dem Beispiel Baden-Württembergs folgen. In einer zweiten Stufe der Arbeitszeitverkürzung sollen die Beamten einen zusätzlichen Urlaubstag erhalten. Bei einem Schmielbrand in Rastatt sind heute Morgen Schäden in Höhe von mehreren Millionen Mark entstanden. Das Feuer brach in einem Schulungsraum für Aussiedler aus Polen während des Unterrichts aus. 120 Feuerwehrleute bekämpften es 5 Stunden lang. Einer von ihnen wurde schwer verletzt. Wahrscheinlich löste ein Kabelbrand das Feuer aus. Brandstiftung wird als Ursache ausgeschlossen. Das Verwaltungsgebäude auf einem Industriegelände wurde völlig zerstört. Nach der Brandkatastrophe in der Lissabonner Altstadt wird nun über die Frage der Schuld gestritten. Es gibt Vermutungen, nach denen Brandstiftung im alten Warenhaus Grandella die Ursache für das Feuer war. Die Feuerwehr hat den schlechten Zugang zu der Fußgängerzone in der historischen Einkaufsgegend beklagt. Das völlig zerstörte Beischerviertel ist abgesperrt, um Plünderungen zu verhindern. 3000 Menschen haben hier ihre Wohnungen verloren, 2000 ihre Arbeitsplätze. Die Regierung hat zugesagt, ihnen mit Geld und Krediten zu helfen. Waldbrände auf Korsika haben 100 Hektar Wald vernichtet. Ein Ferienzentrum im Norden der Insel musste gestern geräumt werden. Starke Winde mit Geschwindigkeiten bis über 100 Kilometer pro Stunde erschwerten die Löscharbeiten. Inzwischen sind die Brände unter Kontrolle. Auf Sardinien mussten wegen eines Buschfeuers mehrere 100 Touristen in Sicherheit gebracht werden. In Südfrankreich sind gestern etwa 50 Waldbrände ausgebrochen, die meisten sollen aber schon bald gelöscht worden sein. In der Fußball-Bundesliga gab es heute bereits am frühen Abend ein Spiel. Der Aufsteiger St. Pauli schaffte die Überraschung gegen den VfB Stuttgart. Die Hamburger gewannen 2:1 gegen die Schwaben, die bisher als einzige Mannschaft noch keinen Verlustpunkt hatte. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 27. August. Der Satellitenfilm zeigt über Deutschland teils aufgelockerte, teils starke Bewölkung. Über Frankreich und den britischen Inseln ist ein Streifen stärkerer Bewölkung angelangt. Er zieht mit einem Starkwolkenfeld westlich von Irland rasch ostwärts. Ursache hierfür ist ein atlantisches Frontensystem, das schon in der Nacht auf Deutschland übergreifen wird. Dabei wird morgen vor allem in Süddeutschland Warmluftwetter wirksam. Die Vorhersage für morgen. Zunächst in ganz Deutschland stark bewölkt bis bedeckt und vor allem in der Mitte und im Norden zeitweise Regen. Im Tagesverlauf etwa südlich der Mainlinie Übergang zu aufgelockerter Bewölkung und trocken. Tiefste Temperaturen 10 bis 15 Grad. Tageshöchsttemperaturen im Norden 16 bis 19, sonst 19 bis 23, im Südwesten bis 25 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden auch frischer Wind, aus Süd bis Südwest. Die weiteren Aussichten: am Sonntag im Norden unbeständig, sonst heiter bis wolkig und warm. Gegen Abend von Westen her Schauer oder Gewitter.
Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Die Sendung berichtet unter anderem über den Wettlauf um den FDP-Vorsitz und über die SPD im Vorfeld ihres Parteitages.